Meine Fresse, das war eine lange letzte Folge und heute wollen wir mal wieder ein bisschen was Sinnvolles bauen. Es ist Zeit für Computer und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Hier in meinem Häuschen strahlt mir gerade wunderbar, ach hier, eine glänzende Gestalt, die Sonne in die Schnauze, weswegen ich manchmal ein bisschen überbelichtet bin, was aber gar nicht so schlimm ist. Und heute wollen wir tatsächlich endlich Computer bauen. Ah, ich freue mich schon. Ich habe eine Sache gerade noch verpeilt, nämlich das hier. Vorab machen wir uns nämlich noch was. Wir düsen erstmal nach oben und da gibt's was Neues tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen vom Yoshi inspirieren lassen. Der hat was Schickes gebaut und das in der Gruppe geteilt. Und habe entsprechend selber mal ein kleines eigenes Flugfeld hier hingebastelt. Wo jetzt unser ganzer Kram von hier unten drauf steht. Hier unten ist es jetzt relativ leer. Und wir müssen immer relativ weit laufen. Ich habe auch hier unten die Konstruktionsmaschinerie weggenommen, weil wir ja jetzt Treibstoff und Patronen und sowas hinten am Lager herstellen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir rennen da eh nicht so oft hin und ich hätte gern was Imposantes noch in der Basis, was Schönes, Neues. Und da habe ich uns hier einfach ein Flugfeld gebaut. Mit allem, was das jetzt begehrt. Hier oben findet man jeden Scheiß. Und natürlich auch unseren Hub. Und ich bin jetzt ein bisschen gespannt. Ich habe hier nämlich noch nie versucht, irgendwas starten zu lassen. Will jetzt aber endlich das Jetpack haben. Wie habe ich denn da Bock drauf? Geilo, 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 geilo. Ja, also Meilenstein auswählen und rennen die Olga. Zack, zack. Paar Motoren dazu. 100 Stück brauchen wir. Haben wir zum Glück. Ah ne, haben wir schon. Druff, das war easy. Und was ist das? Computer. Haben wir zum Glück auch noch ein paar. Die wollen wir jetzt aber auch gleich herstellen. So, gucken wir mal, wie er abhebt. Passt das alles? Bitte kein Glitch, bitte kein Glitch. Nicht durchglitschen, nicht durchglitschen. Hebe ab. Ja, sauber. Wie gut ist das? Und damit haben wir den ersten Abflug. Er fliegt sogar Richtung Weltraumlift. Und er fliegt nicht mal durch. Wie geil. Oh, es passt genau. Es sind die Kleinigkeiten, die einem Spaß machen. Sieht tatsächlich so aus, als würde er jetzt da oben zur Raumstation fliegen. Uah. Sehr geil. So. Ja, Jetpack. Wie cool. Ich weiß nicht, wie man es herstellt, ist aber auch wurscht. Wir haben das jetzt auf jeden Fall erstmal fertig. Ja, was haltet ihr von meiner kleinen Landeplattform? Haut das doch mal in die Kommentare rein. Ich finde sie irgendwie schick. Sie erinnert mich ein bisschen an Hoff. Nee, nicht an Hoff. An. Ups, das war zu weit. An Endor. An die Landeplattform vom Imperium. Ne, irgendwie hat sie was davon. Und sie sieht aus der Distanz ganz witzig aus, wie ich finde. Können wir uns auch gleich mal angucken. Ich habe mein Auto hier übrigens gestoppt. Der ging mir langsam auf den Sack und der klaut mir meinen ganzen Treibstoff. Der frisst tatsächlich eine ganze Menge. Und egal von wo man guckt, es wirkt immer imposant. Es ist immer ein Riesen-Oschi. Ne, auch mit dem Sendeturm noch mal oben drauf, finde ich auch cool. Da eine kleine Kommandozentrale. Und ich finde es einfach schick. Bei Zeiten werde ich das Ding hier nochmal ein bisschen optimieren. Weil das ist hässlich wie die Nacht, wie ich mittlerweile finde. Ne, also dieses nur mit Glas bauen ist einfach nicht schön. Das gibt nicht viel her. Und deswegen werde ich das nochmal ein bisschen umbauen. Aber alles zu seiner Zeit. Heute haben wir erstmal Computer. Und ich habe mir da auch schon eine kleine Liste gemacht. Wir brauchen Folgendes. Ein Manufaktor, vier... Nein, nicht ein Manufaktor, ein... Das große Ding nochmal. Fabrikator. Ach, von hier hinten ist. Ist cool. Hängt da einfach mit der Basis. Geil. Finde ich gut. Ein Fabrikator. Dafür brauchen wir dann nochmal vier Manufaktoren. Zwei Konstruktoren. Zwei Schmelzen und ein bisschen Kunststoff. Den holen wir dann nachher mit dem Zug hierher. Außerdem brauchen wir einmal Kabel, also ein Konstruktor. Zweimal Draht. Einmal Kupferbahn. Und viermal Schrauben. Das heißt dreimal Eisenstangen und zweimal Eisenbarren und noch mehr Kunststoff. Das ist alles easy peasy. Also die Fabrik wird nicht so groß tatsächlich, würde ich einfach mal behaupten.
Ne? Eventuell kommen wir sogar mit dem Platz hier unten so ein bisschen aus. Da oben rauf wollte ich eigentlich den Bahnhof für die Ecke hier hinten setzen. Ich habe jetzt gesehen, wie groß mein Zentrallager da hinten geworden ist. Ich befürchte, es ist zu klein. Ne, aber wir können auch ein bisschen weiter nach links rüber gehen. Das ist überhaupt nicht das Ding. Was ist denn hier passiert? Weg damit. Und ich glaube, dann wird das schon ganz cool. Das da reißen wir auch gleich mal weg. Ne, und dann setzen wir den einfach einfach weiter rüber und dann passt das schon. Ne, das müssen wir nicht jetzt machen. Ne, was wir jetzt machen, ist uns erstmal hier ein Fundament hinbatschen. Wo ich noch nicht genau weiß, wie ich das mache, das da müsste, glaube ich, weg. Oh, ich bin dadurch, dass ich jetzt die Dings geholt habe, wieder relativ leer. So, erstmal kloppen wir den Scheiß hier weg, damit wir hier Platz haben. Und tatsächlich brauchen wir für das Ding jetzt nur 90 Kupfer und 60 Eisen. Das ist nix. Das ist wirklich gar nichts. Das sind irgendwie 3-4 Schmelzen, wenn überhaupt. Und das sollten wir schnell gemacht haben. Das wird alle weggesenzt. Für jeden Baum ein AKW. Wir haben keinen Platz mehr für Natur. So. Quatsch. Da kommt nachher zwar eine Wand hin, aber nicht jetzt. So, und jetzt brauchen wir irgendwie eine Ebene und ein bisschen Platz. Bis hier können wir nicht gehen. Wir können hier auf jeden Fall ein bisschen weiter rüber. Hier hatte ich mal eine Rampe, okay. Das recyceln wir gleich mal. Da machen wir wieder zu. Denn das Material können wir jetzt gerade ganz gut gebrauchen. Zack, oh, hier ist ja noch richtig Platz drunter. Krasser Shit. Hier, das brauchen wir auch nicht. Das heißt, weg damit. So, wir gehen auf jeden Fall bis hier rüber. Ne, hier ist so Ende Gelände. Das heißt, wir machen hier mal einmal dicht. Nur damit wir einmal wissen, wie weit wir gehen können. Und dann haben wir hier oben. Hier oben können wir eigentlich schmelzen, oder? Ich glaube, hier schmelzen wir einfach alles weg. Obwohl, nee, die Höhe reicht vielleicht nicht. Weil sowas wie die Steine hier im Weg sind. Ist ein bisschen ärgerlich. Wir gucken mal, wie weit wir runter können. Das müsste gehen. Das wäre dann also die Höhe für hier. Dann sind wir auch, naja, so ziemlich über diesem hässlichen Stein. So. Und dann wollen wir doch sehen, ob das irgendwie passt. Wir gucken mal erstmal. Ich glaube, eine Schmelze passt hier nicht hin, oder? Ne. Ist zu hoch tatsächlich. Das heißt, hier werden wir irgendwelche Deko-Scheiß hinfuddeln. Oh, ne, den brauchen wir noch. Ich mach ran hier. Das heißt, das wäre dann erstmal die Höhe. Zack, zack. Oh. Zack, zack, zack. Gucken wir mal. Kriegen wir hier eine Schmelze hin? Auch noch nicht. Auch noch zu hoch. Das heißt, mehr Deko-Fuddel. So, dann haben wir hier die richtige. Nee, das will ich nicht. Ja, wir können ein paar Kanten reinbauen. Das ist überhaupt kein Problem. In jedem Fall müssen hier nochmal Fundamente hin, damit das dicht ist. Und da ziehen wir auch rüber. Und dann können wir hier langsam mit Abwärtsfundamenten arbeiten. Und ich glaube, es macht erst ab der Höhe hier Sinn. Ansonsten wird es auch mit den Fabrikatoren ein bisschen eng. So, bleiben wir hier über dem Rasen. Ich will keinen Rasen hier durchnutzen haben. Nee. Scheiße! Nächste Frage wäre, reicht das jetzt für Schmelzen? Ja, hier würden wir auf jeden Fall dann die Höhe haben, wo wir schmelzen können. So. Wie sieht's aus, wenn ich hier jetzt noch ein bisschen was... Ey, wo ist die jetzt gelandet? Ah, scheißegal. Scheißegal, Junge. So, kriegen wir jetzt hier eine Schmelze noch hin? Ja, sehr schön. Das heißt, hier oben wird schon mal der Schmelzbereich. Ich meine, das ist am Ende quasi nix. Ne, und die knallen wir hier dann einfach einmal lang. Das sind nur 3 Stück oder so. Wie viel hatte ich mir aufgeschrieben? 2 Schmelzen, 3 Schmelzen, 5 Schmelzen. Naja, die haben wir doch hier easy abgefrühstückt. Das ist ja überhaupt kein Problem. Die kriegen wir hier auf die Fläche.
und die schickt das dann weiter da nach unten. Ne? Dann haben wir, was cool ist, wir haben das am Ende dann direkt unterm Bahnhof. Ich glaube, die Idee finde ich toll. Ne, wir verschenken hier überhaupt keinen Platz. Aber Beton verschenken die ganze Zeit. Meine Fresse. Und ich hasse die Kettensäge, also den Sound. Nein, ich liebe den Kettensägen-Sound. Das ist so, glaube ich, richtiger. Aber sie geht mir dann einfach hart auf den Puffer, wenn die ganze Zeit nebenbei läuft. Das scheppert in den Ohren. So, hier machen wir voll. Wir bringen nochmal Müll weg. Wo ist mein Ausgang? Hier ist mein Ausgang. Gut. Wir haben ja gleich hier unseren Müllcontainer, der das Ganze richtig zuordnet. Das kommt auch mal weg und das kann auch mal weg. Das wird nachher eh recycelt. Und dann haben wir da wieder ein bisschen Platz und können auch ein bisschen Beton mitnehmen. Wieso konnte ich den jetzt nicht mehr bauen? Hab doch noch relativ viel. Oder habe ich so viel gerade hier schon abgezwackt? Oh ja, habe ich. Gut. So, das Schöne ist, wir haben das, das Nebenlager gleich um die Ecke. Das heißt, unsere Laufwege sind wirklich angenehm kurz. Und ich hoffe ja, ich werde in dieser Folge direkt... Oh ja, das gefällt mir. Das finde ich gut hier. In dieser Folge direkt mit dieser Fabrik fertig. Vielleicht nicht mit der Verkabelung und allem und auch nicht mit dem Design. Aber auf jeden Fall mit der Grundherstellung. So. Gucken wir doch mal. Also. Schmelzöfen. Wie viel brauchen wir für mit Kupferbahn? 1, 2, 3 mal Kupferbahn. Oh, easy peasy. Zack. Machen wir das mal ein bisschen Luft. Setzen die hier mittig hin. Ja, ich und mittig. Ist immer so eine Sache, ne? So, jetzt stimmt's. Zack. 1, 2, 3. Haben wir schon mal Kupfer. Haben wir hier hinter genug Platz? Ja. Ich denke schon. So, und jetzt noch Eisenbarren. Das sind nur 2. Die passen hier. Wir lassen einmal Luft dazwischen. Und knolzen die hier hin. Und dann kommt hier einfach nochmal eine Fundamentreihe daneben. Und dann sind wir damit schon durch. Zack. Da oben kommt Deko. Und dann kommt das Ganze. Von da hinten kommt Eisen. Von wo kommt denn Kupfer? Kupfer jetzt. Wo haben wir Kupfer? Ah, da hinten. Das ist ja jetzt nicht so weit, ne? 200 Meter? Das ist ja ums Eck. Also in jedem Fall kommt es auch von der Seite. Ganz easy peasy. Warum ist da auf? Da gehört eigentlich eine Tür hin. Unerhört. Der Müller, ey, der kriegt nichts geschissen. Hier. Tür. Wie bei der Hottentotten. Hier ist freier Blick in die Natur. Ich glaube doch nicht, ey. So, wo ist jetzt hier mein Kupfer? Ach, da hinten. Hier vorne gleich. Ja, und mehr als genug, wie mir scheint. Da kann ich dann nochmal was abzwacken. Sehr schön. Wenn nicht, wird er nochmal übertaktet und dann ist gut. Wieso läuft hier kein Eisen? Läuft etwa meine Maschinerie nicht? Das sollten wir nachher mal gucken. Hängt die nicht am Netz? Doch, die müsste am Netz hängen. Denn von da aus wird ja auch noch die eingespeist, also hängt die am Netz. Hm. Seltsam? Fragezeichen. Was ist das da? Von wo kriegst du Strom? Von hier unten. So ein Stromprüfer wäre noch geil, oder? Und man einfach mal gucken kann, läuft der Strom? Hm, egal. Wir bauen jetzt mal weiter. Das ist was für offline, Markus. Mhm. Ne, also Sachen, die schon fertig sind, damit müssen wir uns jetzt hier nicht lange betüdeln. So. Die Etage haben wir fertig. Gehen wir eine runter. Was ist, jetzt ist hier dieses blöde Scheißvieh im Weg, oder was? Also meine Bereitschaft. Oh. Einen Augenblick, bitte. So, das war einmal die Arbeit. Ich bin wieder für euch da. Und dieser blöde Vogel will jetzt hier nicht weggehen, oder was? Willst du mich rollen? Hau ab. Der hängt fest. Ja, dann war's das jetzt. Tut mir leid. Ich konnte nichts für ihn tun. So, hier, oh, hier sind ganz viele Blumen.
Farbpatronen. Oh, daran. Oh, wie viel sind denn hier? Moment. Da grasen wir doch einmal ab. Farbpatronen können wir mehr gebrauchen. Das bin ich schon voll. Das ist ja doll. Das ging schnell. Okay. So, Markus ist leicht ablenkbar. Hat man gemerkt, ne? Irgendwas gesehen. Zack, machen wir damit weiter. So, von da oben haben wir hier drüben das Kupfer, woraus wir Platinen machen wollen. So, das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Luft. Wir werden ja von außen werden wir unsere Platinen kriegen. Das heißt, ich werde hier einfach, der Einfachheit halber, zack, einen Lagercontainer hinklatschen, aus dem wir nachher, steht der mittig? Ja. Den Kunststoff beziehen. Ganz easy peasy. So, dann machen wir hier erstmal die Splitter hin. Logistik. Moment, wir holen hier erstmal eine Wand. Von wo aus das alles kommt. Die Sache ist, hier muss noch dicht sein. Das heißt, nanu. Moment. Unglaublich. Pupp, stehen die Schwiegereltern in der Wohnung. Ist auch, manchmal ist komisch, ne? So. Hier machen wir erstmal voll. So, wir waren gerade bei Eingang. Zufuhr, genau. Die setzen wir. Wie sieht das hier aus? Eigentlich nicht so schön. Wenn wir da einen ransetzen. Oh, ist ja wie gewollt. Wahnsinn. Das passt tatsächlich. Und dann können wir. Machen wir hier den Zustrom. Genau hier drunter. Das heißt, wir hauen hier erstmal. Wir brauchen 90 Kupfer, 60 Eisen. Das ist nix. Ne? Da klatschen wir einmal so ein Tor ran. Ach ne, wir brauchen 3. Wir brauchen 3, sonst wird das nichts. Ey, Moment. So. Was war das denn? Wieso ist die 1? So, achso, ja, Logo. Nee, alles cool. Alles cool, ich habe nichts gesagt. So, du kommst hier nochmal weg. Kommt der ran. Dann kann der gleich hier rüber gehen. Ganz easy peasy. Und dann können wir hier schön sauber gerade die Bänder setzen. Bis hier rüber. Den gleich daneben. Sitzt gerade dran. Gehen wir wieder. Das ist halt der Nachteil, ne? Wenn wir hier keine vollen Fundamente setzen. Ich glaube, wir ändern das gerade noch mal kurz. Oder? Ändere ich das noch? Ändere ich das noch? Ich weiß, wie ich das mache. Das nehmen wir nochmal weg und dann setzen wir hier einfach einmal eine Achter drauf. Reißen das ab. Setzen hier eine Achter neben. Reißen das ab, reißen das ab, reißen das ab. Und gehen hier zumindest bis hier so ran. Und da setzen wir dann einfach Tüdelüb. Ups. Entschuldigt. Igidigit. So. Dann machen wir einmal so runtergeschlüpft und dann sind wir hier oben. Einmal rum die Hütte. Hier da. Wo? Nö, wir können ja hier jetzt schon sauber runtergehen. Das ist ja noch viel einfacher. Zack. Midic. Und hier auch Midic. Wo, hier müssen wir wahrscheinlich sogar ein bisschen weitergehen. Oh ja, das machen wir. Oh ja, wir gehen schön bis hier hinten. Mit dem hier. Das sollte von der Länge her passen. Dann gehen wir nämlich einfach 1, 2 hoch.
sollte dann auch gerade verlaufen. Das ist eine Fundamenthöhe. Oh, sauber. Wie gut ist das denn? Dann können wir hier unten nämlich easy peasy unsere... Aber das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Unsere Dings hier bauen. Na, wie heißen sie? So. Unsere Splitter. So, steht das da auch nicht über. Das gefällt mir besser. Und dann können wir einmal... Quatsch, in der Logistik haben wir sie. Für der Band Splitter. Zu teuer? Was fehlt mir da? Achso, das war intelligenter Splitter. Scheiße. So weit sind wir noch nicht. Die brauchen wir nicht. Hier ein. Hier ein. Und hier ein. Dann haben wir schon mal den Spaß fertig. Ich glaube, ich werde nachher mal ein bisschen Stahl holen müssen. Und das wird wahrscheinlich ziemlich eng hier, ne? Boah, es passt aber. Wie gut. Zack. Sind wir auch dran. Haben wir das schon mal verkabelt. Könnten die grundsätzlich schon mal arbeiten. Das gleiche machen wir hier nochmal. Gut. Nur ein bisschen weiter hinten. Zack. Gehen hier einmal hoch. Nehmen das nochmal weg. Ah. Ja. Damit. Die müssen weiter nach hinten. Dies macht ja sonst keinen Sinn. Kriegen wir die... Ja, kriegen wir sauber hier hin. Schön. Schön, wenn es klappt. So, einmal hoch. Darüber. Und... Ja, nee, das lassen wir so. Da brauchen wir keine Stängel zwischen. Zack. Und dann haben wir schon sämtliche Schmelzen eigentlich am Laufen. Ne? Und hier... kommt der Kunststoff, der hier eigentlich erstmal nur gerade durchläuft. So, dann müssen wir mal gucken. Wir gehen noch eine Reihe weiter auf jeden Fall. Wir hätten uns auch mehr Luft lassen können. Wäre gar nicht das Problem gewesen. So, das heißt, da läuft das dann alles sauber lang. Habe ich schon wieder einen Slot frei? Ja, das heißt, wir können hier nochmal kurz die Kettensäge ansetzen. Hier ist noch der E-Beton drüber. Da kann ich dann noch die Farbe draus machen. Zack, das war's mit Farbe. So. Diesmal nehmen wir sie gleich weg, damit sie nicht wieder auf den Trichter geht. So, dann gehen wir hier einmal komplett rüber. Und dann können wir da weiter bauen. Dann müssen wir mal gucken, was zuerst kommt. Da wollte ich eigentlich nur hin. Das, ja, reißen wir später weg. Ne, wir haben hier ambitioniertes Ziel. In einer Stunde Computerfabrik. Sollte aber eigentlich halbwegs realisierbar sein. So. Dann schwebt hier alles erstmal. Das ist uns aber relativ wurscht. Das sieht man nachher nicht mehr. Ich will nur keine Schwebeplattform mitten im Nirgendwo haben. So, und hier können wir dann tatsächlich noch Bahnhof drüber ziehen. Auch nochmal ein bisschen Luft. Jetzt musst du hier durchrennen, oder was? Oh, Autosave. Eine Stunde bei. Dann ist es jetzt schon 10:30. Meine Fresse. Zeit vergeht. Der ist mittlerweile wahrscheinlich auch kalt. Kalter Cappuccino. Best. So. Haben wir jetzt wieder, wir haben wieder Slots frei. Das heißt, wir können den Scheiß hier erstmal wegreißen. Zack. Hat sich das auch erledigt, Keule. Tut mir ja leid, ne? Aber. Ja, den hau ab. Dass die durch die Fundamente durchglitschen, ist ein bisschen assi. Komm her hier. Entweder haust du ab oder du stirbst. Zielleine, sag ich dir. So, jetzt brauchen wir erstmal Platinen. Dafür brauchen wir zweimal Kupferblech und zweimal Kupferbarren.
Hauen wir hier gleich die Barren hinter? Können wir eigentlich machen, oder? Der Platz ist da. Dann hauen wir doch hier gleich einmal. Die Barren hin, die wir gleich sowieso brauchen. Oder? Guck mal, Blech brauchen wir. Der braucht 20 pro Minute. Die spucken 30 aus. Das heißt, wir können die nochmal ein bisschen runtertakten. Auf 66%. Sparen wir nochmal ein bisschen Strom. So, 20,1. Wir können mit ein bisschen Puffer arbeiten, mal 22 pro Minute, wir wollen jetzt nicht geizen. Wir könnten das ganz genau machen, aber meine Fresse. 22,2. Aber wir sind ja nicht so, ne? So, dann kriegen wir hier schon mal 20 Kupferblech raus. Und ja, das war's schon. 20 Kupferblech? Habe ich mich hier irgendwie verrechnet? War doch garantiert mehr oder was? Moment. Für Platinen. Rezept wählen. 7,5, 15. Ich brauche 4 mal Platine. Das sind 15. 30. Jo, reicht. Reicht easy peasy. So, dann kommen wir auf der Etage. Kommt dann entsprechend der Manufaktor. Wir lassen uns dahinter ein bisschen Platz. Wir wollen jetzt nicht geizen. Steht er mittig? Ha, einer neben. Schade. Zack. Na komm. Na? Jo, so passt's. Richtig rum ist er auch. Das heißt, wir setzen uns da einmal schon mal zwei Wände hin. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Lassen das hier runterliefern. Zack. Und obwohl, nee. Nö. Wir setzen hier tatsächlich an. Dann machen wir nämlich einfach so und können hier drunter schön langlaufen. Das ist doch viel angenehmer. Da oben müssen wir uns dann auch nochmal einen Weg hochbauen, aber so weit sind wir noch nicht. So, dann haben wir doch schon mal das erste Werkstück fertig. Ne, jetzt brauchen wir die Platinen. Das heißt, da brauchen wir 4 Manufaktoren, die von da und von da dann das Material kriegen. Und das Kunststoff muss sogar noch abgespackst werden, abgetrennt werden einmal ein bisschen. Hm, 120 Kunststoff brauchen wir und wie viel noch? 120 für die und 45 nachher nochmal. Das ist ja nicht die Welt. So, dann 4 Manufaktoren. Hier haben wir ein bisschen, ne, hier müssen wir mit dem Dings vorbei. Ich glaube, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Fläche. Obwohl, wenn wir hier 2 freilassen, geht das, glaube ich, klar. So. Dann machen wir... Ich bin auch manchmal ein bisschen blind, ne? So müsste passen. 1, 2, 3, 4. Oha. Das ist mal interessant. So, das heißt, den Kunststoff würde ich vorne reinmachen und hinten dann die Dings hier. Das heißt, ich setze hier die ran. So, dann kommst du hier ran und spuckst das in die Richtung aus. Und dann brauchen wir eine 6 und nee, eine 7. Den Splitter. Du kriegst von. Das ist ja eigentlich ganz unschön gemacht. So und so.
Bin ich damit glücklich? Nicht so richtig. Wir gehen mal hier zwei rüber. Ja, ja. Dann passt es auch nicht. Oh, wie assi. Ja, aber so will ich das nicht haben. Das gefällt mir nicht. Bisschen Ordnung muss hier sein. Ne, ja, dann gehen wir einfach nämlich hier so sauber weg. Dann lass uns Luft, damit wir die Fließbänder hier noch schön hinbauen können. Aber so. So. Und dann passt das doch auch mit dem begrenzten Platz. Ach, scheiße. Da kommt es mittig raus, da nicht. Wie unschön. Das heißt, wir müssen noch weiter rüber. Ne, wisst ihr was? Wie muckt das anders? Alle vier einmal weg. Und wir setzen dann hier an. Eins. Schon mal eins falsch gesetzt. Mist. Na. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dann sind wir hier auch wieder relativ. Ah, fast sauber. So. Dann. Na, wir wollten den hinteren nehmen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Dann Splitter. Von da kommt, genau. Und dann sollte das, wenn wir das so machen, so hier sauber angehen. Das ist doch schön. Damit kann man arbeiten. Feini fein. Obwohl, Moment. Nee, bringt nichts. Ich habe gerade überlegt, wegen dem Kunststoff hier lang, aber das ist Blödsinn. So, die Frage ist, geht das? Nee, das geht nicht. Das heißt, wir müssen hier unten lang gehen. Das heißt, wir nehmen dann hier auch wieder die Splitter. Gucken, dass wir hier vernünftig dran vorbeikommen. Passt dies? Jo. So. So passt's. Hm. Wieso, warum, weshalb? Wieso kriege ich denn hier keine Leitlinie? Ich hasse das, ey. Bei allem anderen Scheiß geht das und dabei nicht. Was soll denn das? So. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Stahl. Scheiße! So, ist das hier gerade? Ja, immerhin. So, Stahl sauber aufgebraucht. Und ab in Heimat. Stahl. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon gebraucht habe. Aber ich krieg das jetzt einfach fertig. Punkt. Hier muss auch nochmal schick gemacht werden. Ne? Das geht ja so nicht weiter. Wieso habe ich denn hier so ein Knulz, so ein Wulst hochgebaut? Habe ich mir dabei gedacht. Ah, mit der neuen Auflösung haben wir ein bisschen zu holen. Oh, ich bin schon wieder in meinen Stuhl zusammengesackt. Seht ihr das? Ich muss da echt mal ein bisschen mehr drauf achten. Sonst seht ihr mich nur so halb. Das ist ja auch doof. So, machen wir voll. Dann bringen wir gleich den Müll weg, der sich hier schon wieder im Inventar angesammelt hat. Machen wir alles in einem Rutsch. Oh ja, das wird ein bisschen Munition. Fein, fein. Das weg. Und noch irgendwas? Holz? Holz haben wir nicht. Gut. Brauchen wir noch was? Eigentlich nicht. Wir haben erstmal eine Menge Stahl. Und von da oben soll ja dann nachher unser Zug kommen. Was ist das hier? Achso, da musste ich ran, weil ich Strom neu verlegt hatte. Jetzt bin ich falsch. Wir wollen hier drunter. Zack. Ne, wie wir das denn hier alles sauber anschließen, müssen wir nochmal gucken. Ich wollte jetzt in Zukunft nämlich gucken, dass wir ein bisschen mehr die Natur erhalten kriegen. Düd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 ü
Oh, ich bin eins zu weit hinten. Nee, doch nicht. Wenn ich hier... Ja, schön. Sauber. Aber das wird schief, oder? Ist das schief? Ja, das ist schief. Ich habe so das Gefühl, das reicht auch noch nicht. Doch, sehr schön. So, dann können wir die von da hinten bis nach hier. Kommt dann der Kunststoff und geht da auch ran. Die Sache ist... Moment. Wir brauchen hier auch einen Splitter. Weil wir ja noch mehr Kunststoff brauchen. Ah, dann passt es nicht. Schade. Dann müssen wir nochmal einen weiter. So, das kommt weg. Und wenn jetzt die Förderbahnlänge nicht reicht, ne, dann kotze ich im Strahl. Ja, Glück gehabt. So, Förderbahn-Splitter. Dann setzen wir die hier nochmal drunter. Für die Optik. Und dann sollte das gerade rüberlaufen. Ja, feini. Sehr schön. Achi, Gesundheit und danke. So, damit sind dann schon mal die Manufaktoren angeschlossen und können hier nachher fleißig Platinen produzieren. Zack. Zack. Und zack. Das war ja easy. So, und dabei kommen raus, wie viele? Ja, die bringen wir alle zu einem zusammen. Ja, machen wir auch hochgelegen. So. Damit wir das hier begehbar halten. Diesmal aber mit Fusionatoren. Zack, zack, zack. Oh, der ist jetzt auch mal fertig geworden. Schön. Und dann leid. Ja, ich hab's mir gedacht. Ärgerlich. Das geht halt nicht. Na gut. Aber auch das kriegen wir gelöst. So, das heißt, wir brauchen die hier. So und so. Das sollte genau passen. Oh, nein! Scheiße. Da bauen wir uns einmal fix hoch. Ah, haben wir gar nicht lange rum. Na, wie ich's hasse. Manchmal bin ich so richtig schön dumm, 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 dumm. So. Wir brauchen mal einmal. Was ist das jetzt? Das wollte ich. So. Wir müssen da einmal ein Band dran bauen. Damit wir den hier setzen können. So ist richtig. So, dann hier passend einen ransetzen. Hier passend einen ran. So müsste auch stimmen. Und auch hier müsste dann stimmen. Das heißt, wir gehen von hier erstmal hier rüber. Fusionator ran. Von hier nach hier rüber. Fusionator ran. Und nach... Kommen wir hier mittig? Hier sind wir nicht ganz mittig. Schade. Aber egal. Und Fusionator ran. Das überlegen wir uns gleich, wie wir das machen. So. Sitzt sauber. Sitzt sauber. Sitzt sauber. Und sitzt sauber. Herrlich. Es lebe die Perfektion. So. Einmal die Optik wieder hoch. Zack, zack. Sind die alle schön aufgebockt. Man kann hier langlaufen. Herrlich. Der Scheiß kann dann auch wieder weg. Brauchen wir nicht mehr. Und hier führen wir weiter Fusionatoren lang. So, jetzt habe ich hier das Problem, dass sie natürlich alle nicht ganz mittig stehen. Das heißt, wir brauchen hier nochmal eine Platte mehr Luft. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Platz hier unten ist.
wir hier unten vielleicht weiterbauen können. Nee. Was brauchen wir da jetzt noch? Obwohl, jetzt brauchen wir erstmal nur... Nee, trotzdem nicht. Das ist doof. Das wollen wir so nicht. Wieso komme ich denn hier jetzt nicht hoch? Willst du mich rollen? Ach, komm schon. Bullshit, ey. So. So. Ich bin schneller als das Spiel, habe ich das Gefühl. Das ist nicht gut. So. Jetzt haben wir hier hinten noch Eisen. Da muss ich jetzt erstmal... Ne, jetzt muss ich, brauche ich erstmal Kabel noch. Mit den Kupferbarren. Oh. Achso, das ist die letzte Schmelze hier, ne? Jo. Daraus machen wir tatsächlich Kabel. Ganz easy peasy. Kriegen wir das hier hin? Das kriegen wir hier sogar hin. Nehmen wir hier oben nämlich erstmal noch Draht. Zack. Das heißt, wir splitten hier einmal. Heute baue ich wieder richtig schön eng, ne? So, back to the roots. Müller lässt keinen Platz. So. Machen wir erstmal Draht. Zack. Und zack. Dann bauen wir hier nochmal zwei so eine Teile neben. Und machen daraus einmal Kabel. Das hauen wir dann hier, glaube ich, schön in die Mitte. Stehst du nicht mittig? Ach komm schon. Ehrlich? Wie ätzend ist das denn? Und schon ist der Müller genervt. Weg damit. Es sind immer diese Flüchtigkeitsfehler, die hier eigentlich alles immer wieder versauen. Mist, ey. So. Nochmal das Ganze bitte. Ein rüber. Na, na. Da passt's. So müsste es doch sein. Kommt das hin? Das sieht ja schon wieder nicht mittig aus. Was soll denn das? Ach, wir sind immer ein vor oder ein zurück. Na, wie ätzend. Ja, dann können wir auch so bleiben. Geil. Das war schon grandios blöd. Das muss man erstmal schaffen. Du musst nochmal weg. Ach, Mann, ey. Na komm. Wieso sind wir hier eigentlich so unsauber? Achso, wegen denen. Ist das mit dir überhaupt keinen Sinn? Kann ich die noch gleich hier hinbauen? Ja. Wir setzen den hier hin. So. Und dann brauchen wir auch nicht diesen hässlichen Scheiß hier. Sparen wir uns das nämlich auch. Das kommt auch nochmal weg. Nochmal so ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler gerade. So, von da kommt's rein. Zack. Ach komm. Jetzt werde ich hier. Jetzt werde ich hektisch. Merkt ihr das? Ganz unschön. Ach, das passt dann auch nicht. Moment, jetzt mal wie sehen. Nee. Da haben wir es verkackt. So, das heißt, wir müssen hier das gleiche machen. Wie da hinten eigentlich schon. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und 1. 2. Alles auf der richtigen Höhe. Die kommen alle nochmal weg. Der passt, glaube ich, nicht, oder? Na, wir gucken mal. Ja, mal hier. Wir machen einfach einmal so. Dann geht das schon.
Und dann Förderbrand Splitter. Von da nach da. Von da nach da. Von da nach da. Komm. Komm. Ich sag dir das, dann machst du das. Und von da nach da. Zack. Und dann müssen die anderen mal alle abreißen, weil die sonst nicht snappen. Alles nicht so leicht. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hier die Füße drunter bauen. Na. Das passt auch. Und das passt auch. So. Was machen wir jetzt mit dir? Lassen wir die so stehen? Oder gehen wir... Ne, eine Platte rüber können wir nicht. Wie ich das denn vorhin gehabt? Bin ich doof? Das brauchen wir jetzt noch nicht machen, wenn ich mir hier noch nicht sicher bin. Weil das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber wenn wir so machen... Na, auch nicht ganz optimal. Aber. Ja, zu steil ist okay. Scheiße. Wir könnten. Wenn es passt. Passt es? Passt es nicht? Ach komm schon. Frickelarbeit, Frickelarbeit, ich hasse Frickelarbeit. Das ist zu weit vorne. So geht's nicht. Wir brauchen quasi hier einen. Genau, einen weiter vorne. Dann wäre schick. Dann wäre so, wie ich will. Wir probieren mal. Ja, hier kommen wir genauso wenig hin. Dann musst du leider nochmal weg. So leid mir das tut. Das ist eine Menge, aber nicht gerade. Das sieht man nachher nicht. Das ist okay. Das ist gerade. Sehr schön. Dann haben wir die alle erstmal dran. So. Und jetzt... kommt hier nochmal einer drunter. So. Daran und daran. Und Lift hoch und darüber. Und dann passt das. Und ist alles schön gerade und ausgerichtet. Jetzt kann ich damit leben. So, hier darf das schief laufen. Das ist völlig in Ordnung. Aber nicht so schief. Bäh. Ist ja ekelhaft. Das sah doch vorhin so schön aus. Was ist denn hier jetzt passiert? Das will alles nicht so, wie ich das will. Habe ich das Gefühl. Wie meint das? Moment mal. Haben wir da genug Platz für einen Fusionat? Dann baue ich nämlich einfach doch so eine Wand. Gehe hier einmal hoch. Schmeiß die da mal rüber. Zack. Das müsste jetzt gerade sein. Und... also ich brauche ja keinen Fusionator. Ich brauche nur... von hier nach... hier. Und von hier nach unten. Scheiße. Nach hier. Tada. Läuft. Wie ein Länderspiel. Sehr schön. Okay. Das hat geklappt. Immerhin etwas. Damit steht die Reihe. Wir haben jetzt bei 33 Minuten. Ich glaube 15 haben wir vorher schon weggeballert. Naja, schaffen wir vielleicht nicht die ganze Fabrik. Aber schon mal einen guten Anfang. So. Hier haben wir jetzt, nachdem wir nochmal eine ganze Menge Zeit verschwendet haben, D
den Draht, den wir brauchen. Das heißt, wir können hier hinter einmal fix die Kabel herstellen. Wie viel brauchen wir da? Einmal. Wahnsinn. Das ist ja exorbitant viel. Irgendwie habe ich es zurzeit mit Mitte treffen nicht so. So. Einmal so. Einmal so. Wofür ist der dritte hier? Bin ich ein bisschen dumm? Du stellst her. Muss ich gerade echt überlegen. Was stellt denn der her? Ach. Hä? Was macht der aus dem ganzen Kupfer? Kupferblech, Kupferbarren. Kunststoff. Also ich stelle hier schon Platinen her, ja? Warum habe ich hier... So. Der braucht zweimal Kupferblech. Ja, ich bin ein ganz schöner Idiot. So, der kriegt hier oben... So, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. So, ich hau hier Kupferblech raus. Die gehen da zu den Platinen, wovon ich 4 Stück herstelle. Warum zum Geier stand da ein Manufaktor? Bin ich total blöd? Es gibt überhaupt keinen Sinn, warum der da stand. Natürlich. Natürlich ist das jetzt zu weit. So, wir müssen das eigentlich hier irgendwie zusammenführen. Das heißt, wir können von hier aus auch... Das heißt, wir brauchen doch nur ein Tor. Meine Fresse, heute... Jetzt ist ein bisschen der Wurm drin gerade. Da habe ich mich echt total verhaspelt. Das ist ein bisschen doof. So, du führst nachher hier lang. So, das heißt, hier kommt ein Fusionator. Ja. Der hier reingeht und der... Vergiss es. Warum Scheiß will ich nicht? Wieso geht das jetzt nicht? Nicht genug Freiraum. Aber das nervt mich ein bisschen, dass das nicht geht. Das nervt mich ein bisschen sehr tatsächlich. Ja, weg damit. Dann machen wir halt so. Wenn es dir besser gefällt, Spiel. Ich will mich ja nicht mit dir anlegen. So. Heute ist Wurm. Und hier auch anstöpseln. So, und dann gehen wir von hier nach darüber. So, jetzt passt das natürlich wieder nicht so, wie ich das will. Und es läuft nicht mal richtig. Wieso läuft denn das so rum? Und wieso sind da zwei... Ich check's nicht. Können wir hier nicht sauber rangehen? Nee, können wir auch nicht. Ach Mann, ey. Das ist doch scheiße. Warum ist denn jetzt so der Wurm drin? So, ihr macht alle Platinen, richtig? Ja. Aus Kupferblech brauchst du 15 und Kunststoff brauchst du 30. So, ich stelle jetzt gerade Kupferblech her. Ich gehe hier also mal ab, ohne Scheiß. Das nervt. Stellen wir her 10, 20. Warum stelle ich nur 20 Kupferblech her? 10, 20, 30. Okay. Ne, 10, 20 und der eigentlich auch noch, oder? Ne, der macht schon Draht. Ne, zweimal Kupferblech brauche ich. So. Ich rechne jetzt das mal durch. Meine Fresse, jetzt bin ich verwirrt. So, 20 Kupferblech. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Wie komme ich denn auf 20 Kupferblech? Ich brauche hier allein schon 15. Und 15 mal 4 sind bei mir
30, 60. Ich brauche also 60 Kupferblech. Mach aber nur 10, 20. Meine Güte, was habe ich denn hier jetzt gerade gemacht? Dumm, 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 dumm. Scheiße. Ich glaube, ich sollte aufhören für heute. So, ich reiß das hier alles nochmal weg. Den ganzen Scheiß. So, und dann brauche ich 15, 30, 60 Kupferblech. Ein Konstruktor macht 10. Das heißt, ich brauche 6 Kupferblechkonstruktoren. Und verbraucht wie viel Kupferbarren? 20. Ja, haut 30 raus. Das wären dann 60. Wenn ich 6 brauche. Meine Güte, bin ich dumm. Ein Tippfehler. Ich habe mich hier vertippt und verrechnet. Ich brauche 2-mal Kupferblech. Ja, 6-mal Kupferblech. Kommen wir nicht drum rum. Mist! Ich ändere erstmal gleich in meine Konstruktionszeichnung hier. Wie komme ich denn darauf? Oh. So. Passt wieder. So, und dann baue ich hier einfach mal. Nee, das reißen wir erstmal weg, weil das bringt überhaupt nichts. Und dann reichen die Schmelzen auch gar nicht. Kann das sein? Ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Unglaublich. Unglaublich, wie sehr ich auf dem Schlauch stehe. So. Kupferblech. Du brauchst 20 Barren. Das heißt, wenn ich 6 davon brauche, brauche ich 120. So. 120. Das kann auch nochmal weg. Das ist totaler Bullshit hier. So. 120 habe ich, wenn ich hier noch eine Schmelze nebensetze. So, jetzt wird aber langsam Schuh draus. Meine Güte, wenn man die eigenen Rechnungen nicht kontrolliert, ne? So, und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal bei der Kippe runterkommen. Ich mache euch einen Magic Schnips. Da ist er wieder. Und ja, ich habe mich etwas gesammelt. Ich habe hier schon mal einen Konstruktor gebaut, okay. Ja, hier. Machen wir mal, was cool ist. So, wir haben jetzt 4 Schmelzen. Diese 4 Schmelzen können, nee, brauchen vor allem erstmal 30 Eisen. Das kriegen wir alles auf die Line hinten drauf mit 270. Aber die werden jetzt 6 Konstruktoren füttern. So, und die setzen wir hier hin. Das Spiel will er nicht. 1, 2. 3, 4, 5, 6. So. Das sieht doch schon mal massiv aus, möchte ich einfach mal sagen. So. Jetzt machen wir hier wieder unser. Brauchen wir das? Ja, brauchen wir ein bisschen daran am Ende. Wir gehen dann von hier rüber. Das heißt, wir sitzen hier am Ende sogar 2 nebeneinander. So, hier ein hin. Hier ein hin. Hier ein hin. Müssen wir das hier hoch? Nee, wir machen das hier auf dem Boden. Wir haben hier in der Mitte genug Platz eigentlich. So. Das muss nachher hier rangehen. Das heißt, wir können hier nochmal einen Fusionator ransetzen. Das heißt, auf die Höhe. Ich hoffe, das passt am Ende auch. Nee, das passt nicht. Scheiße. Dann müsste hier einer hin und hier einer hin und das passt nicht. Menno! Warum steht das da auch so kacke? Gut, das ist dann einmal so. Fusionator. Einmal nach hier weg. Einmal nach hier weg. Der sitzt schon schief. Super gut. So viel zum Thema Sammeln. Einmal nach hier weg.
Hier weg. Dann hier und nach hier. So, dann gehen wir hier rüber. Ich bin noch halbwegs im Bild, auch wenn ich zusammengesackt bin. Ich mach mal so. Guck mal, dann seht ihr mich vernünftig. Ist das nicht schön? So, 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 so und so. Na, so und so und den da auch noch hin und meine Fresse, ich habe die Fresse voll, ich will fertig werden jetzt. Ach, meine Güte. So, hier setzen wir so ran und gehen dann mehr oder minder gerade, nennen wir es mal so, darüber. Das nervt mich. Nervt mich massiv. Mach ich so nicht. Mach ich so nicht. So, wenigstens die Kurve ist gerade, dann kann der von mir... Moment. So, so, so und passt genauso wenig. Hm. Wie scheiße ist es? So, 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 so. Und so garantiert auch nicht. Ach, Mann, ey. Wenn ich da einen draufsetze und... So, jetzt haben wir es. Das heißt, ihr geht nochmal weg. Da kommt nochmal der hier hin. Von da kommt. So sitzt er. Sehr schön. Da kommt nichts. Beziehungsweise da kommt schon was, aber nicht hier. So. Dann kommt das nochmal weg. Und das nochmal weg. Und das nochmal ran. Und dann da nochmal rüber. Und dann habe ich das jetzt ganz schnell gemacht. Und jetzt ist alles gerade. Na, fick die Henne. Ah, das war eine schwere Geburt. Meine Güte. So, den Scheiß reißen wir auch mal weg. Wir haben hier 4 Stück stehen. Und daraus machen wir dann einfach... So die Tür? Nee, ist auch doof. Ach, wir schicken die gerade runter hier. Was soll der Geiz? 1, 2, 3, 4... Und dann fusionieren wir das hier irgendwo, irgendwie. Kommt das hin auf halbe Strecke? Ja, nicht ganz, ne? So, dann machen wir... So, so. Gehen daran. Und bauen dann... Logistik... Ach, warum mache ich es mir jetzt so schwer? So, hier ein Fusionator hin. Der das Ganze nach... da schickt. So, das gleiche machen wir hier nochmal. So, so. Gehen da rum, bauen hier einen Fusionator hin. Der das Ganze nach... Ah, jetzt... Jetzt wird ein Schuh draus. Moment. So, den nehmen wir nochmal weg. Quatsch, das Band brauchen wir doch. Na komm. Das ist jetzt dein Problem. So, jetzt nochmal ein Fusionator. Den wir nicht so setzen, sondern so. Dann hier rangehen. So, und dann haben wir das schon mal. So, setzen die hier wieder drunter. Für Schicki und so. So, und das gleiche machen wir dann hier auch noch. 1 und 2 und 1 und 2. Gehen hier ran. Und lassen das dann von hier laufen. Das heißt, diesmal ist der Fusionator so. Ach, scheiße. Doch, schickt nach hier raus und der nach da. Der schickt das da rüber. Dann nehmen wir die hier. Ach, was soll...
bisschen kurz mal sammeln noch ausmachen, ne? So. Und dann haben wir das schon mal so. Okay. So, jetzt kriegen wir hier mit 3 versorgt und damit die nächsten 3. Das ist ein guter Anfang. Jetzt nehmen wir hier die Splitter. Die setzen wir wirklich passig dran. Von wo kommt das? Von da kommt das. Hä? Das ist, ja, das ist Splitter. So, da ist der Eingang. Sehr schön. Einmal so, dann so und nochmal so. Na, komm. Ach, Junge. Gehen wir mal nicht auf den Zeiger. So, so. Und so, so. Die spaxen wir hier dran. Den spaxen wir da dran. Haben hier einen Laufweg, wunderbar. Und hier machen wir das Ganze nochmal genauso. Du kriegst von da, bist da dann dran, hier wieder drehen. Na komm, jetzt gehen wir hier um den Zünder. So und so. Gehen hier rüber, gehen da ran, sind dann da, gehen dann daran, gehen dann daran, gehen dann daran. So. Dann haben wir hier tatsächlich alle Kupferbleche verbunden. Das ist ja Wahnsinn. Die laufen hier alle brav zusammen, wie sie sollen. Das ganze Bändchen führt dahin. Wir kriegen hier aufs Kupferblech. Da kommen nicht mehr als 270 zusammen. Ist auch schön. Ihr kriegt alle noch gesagt, was ihr machen sollt. So, du auch und du auch und der letzte auch noch. So, dann haben wir hier erstmal alles Kupferblech auf einem Fuddeluddel. So, hier fusionieren wir jetzt jeweils 2 Dings hier, nee, doch jeweils 2 Schmelzen. Ne, da machen wir einmal, machen wir das hier genauso. Mal so. Ne, wisst ihr was? Wir haben die Fusionatoren hier direkt hinter. So, du führst das dann nach da ab. Okay. So. Einer und der zweite. So. Anspaxen. Zusammenführen. Nach oben führen. Bin ich doof? Das ist ja falsch rum. Achso, nee, brauchen wir gar nicht. Warum baue ich hier Fusionatoren dran? Das geht ja so. So. Einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch, viermal hoch und hier nochmal weiter. Rein, rein, rein. Die, wir haben ja die Fusionatoren dahinter. So. Drüber, drüber, drüber. Drüber, das war konfus. Meine Fresse. So, und dann haben wir zumindest jetzt erstmal die Kupferbleche fertig. Das war eine schwere Geburt. Meine Fresse. Oh, hier fehlt nochmal ein Tor. So. Hier haben wir den Puffer. Da können wir tatsächlich so machen und so. Achso. Das war natürlich Quatsch. Zack. Da hinten dran. Den rüberführen und den dagegen. Dann sitzt das sauber. Mir fällt gerade auf, ich hätte hier gar kein Dings ranmachen müssen. Ich hätte einfach so rangehen können. Warum mache ich mir das denn so schwer? Ich kann einfach so machen. Wie gut ist das denn? Das war der falsche. Wir gehen einfach mal hier hin. Dann haben wir die alle auf einer Höhe. Bis hier. Und dann. Och nö, komm. Was ist denn das jetzt für ein Kuddelmuddel?
richtig hier ran. Und dann nochmal so. Und dann haben wir das auch gerade. Sehr schön. Geht da rein, geht da raus. Alles herrlich, da wird gepuffert. Und dann haben wir den Scheiß zumindest fertig. So, beim nächsten Mal machen wir uns hier... Wir brauchen tatsächlich noch mehr für Kupfer, ne? Wir brauchen jetzt noch den Draht. Das führen wir alles hier seitlich lang. Wir brauchen ja noch ein paar Schmelzen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Die Folge war lang genug. So viel zum Thema. Das kriegen wir alles easy hin in einer Folge. Am Arsch. Wie dem auch sei, jetzt sage ich erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Guckt demnächst mal bei Discord vorbei und auch auf meinem Kanal. Wir wollen eine Runde 7 Days to Die eventuell zocken. Und haben da ein bisschen was geplant. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber ich will schon mal ein bisschen Werbung gemacht haben. Und ja, von daher, stay tuned. Ne? Bleibt auf meinem Kanal. Ihr werdet da die Videos auf jeden Fall zu finden. Und das wird witzig, werden ein paar Leute aus der Community da sein, das wird schon cool. Und wir haben coole Ideen. Wie dem auch sei, ne? Passt auf euch auf, bleibt gesund und macht euch noch eine wunderschöne Woche. Bis dahin, reingehauen, euer Ragnar Bertolzson.